Ja, natürlich. Nach jetzt so einem misslungenen Start ist es natürlich Balsam auf die Seele. Und ich meine, wir haben uns das erkämpft, wobei wir das ein oder andere Mal Glück oder beim Andreas Rudolf uns bedanken konnten, dass wir eine 2-0 zurückgelegen haben. Also das ist natürlich schon eine bittere Niederlage jetzt für Hanau, keine Frage. Wir freuen uns, das ist auch klar, aber natürlich muss man jetzt im Moment dann auch dran denken an Hanau, weil die ein sehr gutes Spiel gemacht haben und wir waren die ersten 20 Minuten überhaupt nicht im Spiel, haben zu wenig investiert. Das war dann zweite Halbzeit dann besser, nur klar, müssen wir dann auch ein bisschen aufmachen und dann irgendwann läuft uns natürlich auch die Zeit weg. Aber dann die Wechsel haben nochmal gefruchtet und das macht den Kader halt aus und wir haben ganz einfach auch mal so ein Erfolgserlebnis gebraucht. Ja, sehr ärgerlich. Auf jeden Fall in 4 Minuten eine Einzelführung, ich sage mal zu verspielen, in Anführungszeichen. Ich denke, wir hätten es vorher vielleicht klar machen müssen mit 2-3 sehr klaren Chancen zum 2-0 und 3-0. Aber so ist dann Fußball, wenn du das Tor nicht machst. Die gelb-rote Karte hat uns noch das Genick gebrochen. Zu meinem Spieler, zum Tim Fließ, dann auch gesagt, wenn er die nicht bekommt, gehen wir als Sieger vom Platz. Und dann kommt es, wie es kommen musste, vielleicht. Sehr, sehr ärgerlich. Ja. Natürlich, das spielt uns natürlich in die Rolle. So konnten wir auch dann umstellen, dann auch mit dem Johannes dann hinter den Zweispitzen noch. Ist natürlich klar, wenn Hanau hat einen enormen Laufaufwand betrieben und wenn dann halt dann so irgendwas noch hinzukommt, was meiner Meinung nach unnötig war, dann hat es natürlich klar uns in die Karten gespielt. Nee, also ich denke wirklich, dass der Bruch die gelb-rote Karte war. Ich denke, dass man gesehen hat im Spiel, über weite Strecken konnten wir sehr gut mithalten, waren zum Teil die bessere Mannschaft, die besseren Torchancen. Deswegen würde ich nicht die individuelle Klasse sagen, weil die hat man jetzt keinen Unterschied gesehen zumindest, weil wir auch individuell sehr stark sind. Deswegen denke ich wirklich, dass die gelb-rote Karte uns jetzt, denke ich, das Genick gebrochen hat, weil genau dann sind dann auch die Gegentore gefallen und das ist dann sehr ärgerlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.